Servus Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Heute darf ich diese Küche hier im Hintergrund etwas umgestalten. Deshalb kommt hier als Highlight eine Betonoptik rein von Frescolori. Ich bin selber sehr gespannt, wie das Ganze am Ende aussieht. Viel Spaß beim Video. So, ich zeige euch jetzt nochmal, bevor es losgeht, was wir genau machen. Und zwar werden wir hier in der Küche, hier oben den Balken, in der Betonoptik machen, dann die Säule und dann in dieser Bereich, dieser Trockenbau um die Küche herum, so dass das Ganze so aussieht, als wenn das so ummantelt ist mit Beton. Und ja, wir haben mehrere Arbeitsgänge. Wir fangen jetzt an mit der Grundierung, die wird auch aufgespachtelt. Und ja, da könnt ihr einfach zuschauen, wie das Ganze funktioniert und ja, viel Spaß. So, die Betonoptik ist fertig. Ich zeige euch jetzt nochmal ein paar Nahaufnahmen, wie das Ganze geworden ist. Ich selber bin begeistert. Ich hole mir gleich auch nochmal ein kleines Interview von dem Kunden, für den ich das Ganze gemacht habe. Und ja, schaut am besten selbst. So, ich habe jetzt den Andreas Thiessen hier neben mir stehen, für den habe ich die Küche bzw. die Betonoptik hier gemacht. Und Andreas, vielleicht kurz Statement von dir, bist du zufrieden mit dem Ergebnis? Ich bin positiv überrascht, weil ich nicht erwartet hätte, dass diese Betonoptik so natürlich und so echt aussieht. Man sieht es jetzt auf dem Video vorher auch, wie gut und wie echt die aussieht, also es ist erstaunlich. Frescoton hat da wirklich einen Akzent gesetzt im Vergleich zu anderen Betonoptiken. Ja. Gefällt mir sehr gut, gibt der Küche auch nochmal so einen modernen Look, so ein bisschen in diesem Loft-Stil. Ja. Und wenn man reinkommt, glaubt man echt, das sind Betonwände, ein Betonsturz oben. Sieht sehr, sehr gut aus, gefällt mir gut, Top-Ergebnis wirklich. Sehr gut. Danke. Ja, vielen Dank fürs Feedback und viel Spaß in der neuen Küche. Dankeschön. Wenn euch die Betonoptik gefallen hat und ihr das auch bei euch zu Hause haben möchtet, in eurem Wohnzimmer, in eurer Küche oder sonst wo, dann habe ich auch eine Lösung für euch. Und zwar könnt ihr über das Mein Maler Netzwerk, ich poste euch unter das Video einen Link, einen Maler findet, der auch genau diese Betonoptik verarbeiten kann. Und das auch in einer sehr hohen Qualität. Wenn ihr im Raum Mannheim unterwegs seid, jemanden sucht, ja, dann zögert nicht, schreibt mich an oder ruft mich an und wir finden einen Termin, wo wir das Ganze auch bei euch besprechen können. Ja, ansonsten, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr Videos davon sehen möchtet. Ja, und ansonsten könnt ihr mir auch ganz gerne Fragen stellen, wenn ihr irgendwie Fragen habt zu der Betonoptik, zur Spachteltechnik oder sonst irgendwie etwas. Ich versuche immer darauf einzugehen, zu antworten. Und ja, das war's. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. So, wenn euch die Betonoptik gefallen hat und ihr das vielleicht auch bei euch zu Hause haben möchtet, ja, dann habe ich...